Heinz Hilpert, 1950 bis 1966, Intendant des Deutschen Theaters in Göttingen, Hainbundstraße 5. Heinz Hilpert. Heinz Hilpert, geboren am 1. März 1890 in Berlin, gestorben am 25. November 1967 in Göttingen, war ein deutscher Schauspieler und Theaterregisseur. Leben. Hilpert war einer der großen Theaterregisseure der 1920er und 1930er Jahre. Nach seiner Ausbildung zum Volksschullehrer studierte er in Berlin Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität und begann 1919 als Schauspieler an der Berliner Volksbühne. Er lernte Karl Zuckermeier kennen, dessen Werke er dann oft in Szene setzte. Max Reinhardt holte ihn 1926 an das Deutsche Theater Berlin und machte ihn zu seinem Oberspielleiter. Dort inszenierte er die Uraufführung von Der Hauptmann von Köpenick am 5. März 1931 und errang damit einen seiner größten Erfolge. Nach seiner kurzen Rückkehr 1932 an die Volksbühne als Intendant machten ihn die Nationalsozialisten 1934 zum Intendanten des Deutschen Theaters und damit zum direkten Nachfolger des ins Exil vertriebenen Max Reinhardt. Intendant blieb er bis zur Schließung des Berliner Theaters am 1. September 1944. Nach dem Anschluss Österreichs war Hilpert von 1938 bis 1945 auch Direktor des Theaters in der Josefstadt. Während des Nationalsozialismus trat Hilpert für Verfolgte ein und konnte seinen Theatern eine gewisse künstlerische Freiheit bewahren. Der profilierte Theatermann Hilpert betätigte sich gelegentlich auch als Schauspieler und Regisseur für den Film. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er wegen seiner Karriere unter den Nazis zunächst große Probleme, seine Theaterarbeit fortzusetzen. Er lebte eine Zeit lang in Zürich und inszenierte Aufführungen in Wien, Salzburg und Zürich, wo er am 14. Dezember 1946 am Schauspielhaus die Uraufführung von Zuckermeyers Des Teufels General herausbrachte. 1947 wurde er für eine Saison lang Intendant des Schauspiels in Frankfurt am Main. Nach der erfolgreichen Neugründung des Theaters in Konstanz 1949 wurde er 1950 Intendant in Göttingen. Hier blieb er bis 1966 und machte das Deutsche Theater Göttingen zu einem der führenden Theater der jungen Bundesrepublik. Als enger Freund von Zuckermeyer brachte er hier dessen Werke Der Gesang im Feuerofen 1950 und Ulla Windblatt 1954 zur Uraufführung. Zum Anlass seines Abschieds aus Göttingen wurde er mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet. Nach 1966 arbeitete er als freier Regisseur. In Lünen an der Lippe wurde am 11. Oktober 1958 das Theater der Stadt Lünen mit 765 Plätzen eingeweiht, wobei Heinz Hilpert die Taufrede hielt. Seit März 1966 führt das Theater den Namen Heinz-Hilpert-Theater. Er war seit 1955 ordentliches Mitglied der Akademie der Künste. Zu Hilperts Schülern gehören Jan Schlubach, Götz George und Hermann Wedekind. Sein Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Auszeichnungen: Ehrenmedaille der Stadt Göttingen.